los! Komm schon! Wir sind gleich da, ja, ja. Die Stimme des kleinen Geschöpfs hallte laut im Kopf des Mannes. Sie war nötig, denn alles in seinem Inneren sträubte sich, noch einen Fuß vor den anderen zu setzen. Er krallte sich fester in den Griff seiner Laterne. Er wollte umkehren. Hier gab es nichts zu sehen, nichts zu finden. Nur kalten Stein. Los, Menschling, sich bemühen! Los, los, nicht mehr weit! Der Mann mit dem langen Bart, den die Dorfbewohner Alrik Kleinschmied nannten, schleppte sich weiter nach vorne, während das grüne Etwas hinter der nächsten Biegung des Tunnels verschwand. Schon seit Stunden ging es bergauf, bergab. Die Orientierung hatte er längst verloren. Seine Füße schmerzten. Er blieb stehen und beugte sich herunter, krempelte sein Hosenbein hoch und betrachtete die ledernen Schuhe. Warte, Pock, warte, ich muss... Nein, nein, nicht muss irgendwas. Hier, hier, das, was du suchst, hier, gleich hier. Dieser kleine, fiese Meckerdrache hatte wirklich eine penetrante Art an sich. Aber ohne ihn wäre er wohl nicht annähernd so weit vorgedrungen, wie er es jetzt war. Er hatte das kleine drachische Wesen unter seine Kontrolle gebracht. Nicht unbedingt mit Gewalt, aber Alrik hatte so seine Mittel und Wege. Pock hatte ihm von der alten, geodischen Machtquelle erzählt. Nun spürte der Druide diese Magie und war sich sicher, auf der richtigen Fährte zu sein. Er hatte früh erkannt, welche starken Zauber hier am Werk waren, und doch war es Pock gewesen, der ihn mit seiner Anleitung durch diese magische Zone führen musste. Er schnaubte, als er kleine Kiesel aus seinem Lederschuh rieseln ließ und ihn dann wieder fest um seinen Fuß verschnürte. Bist du sicher? Diese Tunnel sehen aus wie die anderen vorher auch. Langsam umrundete er die steinige Biegung und sah den wild vor sich hin flatternden Meckerdrachen vor einer Wand auf- und abfliegen. Verdammt, wieder eine Sackgasse. Du sagtest, du weißt, wo sich der Eingang befindet. Wenn du mich an der Nase herumführst, dann gnaden dir alle Götter. Deine Nase ist zwar schön, aber herumführen mag ich sie trotzdem nicht. Pah! Du nicht sehen hier! Unfähiges Menschending. Pock ließ sich auf dem Boden des felsigen Tunnels nieder und deutete mit einer seiner grünen Drachenschwingen auf die Wand. Dann legte er selbst den Kopf schief. Herrja, Pock weiß. Nicht besonders aussehen. Geh zur Seite. Lass mich mal sehen. Seine Neugier war geweckt. Als er näher an das Ende des Tunnels herantrat, rotierten seine Überlegungen. Warum hatten die Erbauer dieses Tunnelsystems den Tunnel direkt nach einer Biegung abgebrochen? War das etwa eine Falle? Er spürte immer noch die stärker werdende Magie. Wenn es eine Falle war, so würden sich die Fallensteller wundern. Niemand würde ihn übertölpeln. Schließlich war er nicht umsonst ein Meister seines Fachs. Und Angst konnte man ihm schon gar nicht einjagen. Und hier haben die Zwerge die magische Quelle verborgen. Mit einer ausladenden Geste fuhr sich der Druide über die Augen, welche sofort einen milchig, silbrigen Glanz annahm, als der Zauber seine Wirkung entfaltete. Sein Blick veränderte sich. Die Wirklichkeit um ihn herum begann sich zu trüben. Zunächst wich alle Farbe aus den Dingen, nur um dann den Blick freizugeben auf das, was wirklich wichtig war. Farbe kehrte in Linien und Bahnen zurück in das Sichtfeld. Sie verklumpte sich und sammelte sich an. Pock schillerte als magische Kreatur in neongrünen Farben, aber auch durch die Wand zogen sich Fäden der Magie, sammelten sich in alten, runenartigen Zeichen, die man wohl nur mit dieser magischen Sicht wirklich sehen konnte. Der Druide erkannte es nun. Diese Wand war magisch versiegelt. Jedoch waren ihm die Zeichen völlig unbekannt. Ich sehe es, Pock. Die Wand ist versiegelt. Ja, ja, Menschlein. Ja, ja. Schnell, brechen Siegel auf. Hinter Wand, die Elementarquelle liegt. Pummelige Kurzbeiner haben da versteckt. Ja, ja, Pock weiß genau. Das sind keine zwergischen Runen. Was ist das? Der alte Mann drehte den Kopf schief
und trat näher an die verzauberte Wand heran. Nein, nix zwergische Runen. Kleinbeinige Dinger, ja nicht blöd. Nicht einfach machen. Viel schwer, ja. Sonst Pock ja auch alleine machen kann. Alrik berührte eines dieser unsichtbaren Siegel mit der Hand und fuhr langsam mit dem Zeigefinger das Zeichen nach. Eigenartig. Das Zeichen begann sich zu verändern und er fragte sich, ob es wohl auf seine Berührung reagierte. Es verändert sich, Pock. Was für eine faszinierende magische Konstruktion. Alrik wusste, dass die zwergischen Geoden Meister ihres Faches waren. Und gerade die Orte, die ihnen wichtig waren, an denen man die pure Kraft Sumus erleben konnte, die hüteten sie eifersüchtig, wie ihre Artgenossen die Goldschätze. Er war schon an so manchem magischen Ort gewesen, aber hier war wirklich etwas Besonderes. Der kleine Drache hatte ihn nicht angelogen. Hier hatte sich jemand viel Mühe gegeben, etwas zu verstecken. Sturkturam, Arkanam, Serneam. Wie ein Befehl presste er die Worte zwischen den Lippen hervor und erneut veränderte sich seine Wahrnehmung. Der Druide begann mit einer magischen Analyse. Nein, das ist ganz und gar nicht zwergisch. Geschickt. Ah, hab ich dich. Er vollführte eine Geste, als wolle er in die Wand hineingreifen. Da war sie, die magische Struktur, die er gesucht hatte. Eindeutig elementare Magie. Starke elementare Magie, die hier dafür sorgte, dass ihnen der Zugang verschlossen blieb. Elementare Magie. Wusste ich es doch. Ja. Zwergenmagie. Ganz viel übel. Pfui. Bah. Du kannst wegmachen? Sei still. Ich muss mich konzentrieren. Wie besessen wanderte der Druide die versiegelte Wand auf und ab. Da war die typische elementare Barriere. Und er kannte diese Art Zauber. Auch wenn dieser hier viel, viel machtvoller und vor allem älter war. Diese Quelle musste wirklich von alten Geoden erschaffen worden sein. Alrik wusste, dass die Zwerge schon mit der elementaren Magie gespielt hatten, als das für die Menschheit noch ein feuchter Traum in der Götter Schlaf gewesen war. Aufgeregt und voller Gier setzte er seine Untersuchungen fort. Komisch. Hier ist noch eine andere Komponente. Was? Sie dich abhalten von Siegelbrechen? Was sie tun? Ich weiß nicht. Sie hatten nichts mit dem Siegel zu tun. Dann los. Du ignorieren. Einfach nur Siegelbrechen. Rest machen dann Pock. Keine Sorge. Pock will auch seinen Anteil. Los! Pock mich umsonst nicht geführt. Bestimmt viel Glitzdings. Oh ja. Würdest du einmal dein Schnattermaul halten? Alrik blickte den kleinen Drachen ernst an. Naja, er hatte ja recht. Diese andere magische Struktur würde ihn nicht daran hindern, die Siegel zu brechen. Sicher könnte er jetzt noch einen Tag hier verweilen und diesen Zauber näher analysieren, aber er war sich ziemlich sicher, dass er die Siegel würde brechen können und das, was hinter der Wand auf ihn wartete, wäre so mächtig, dass dieser poplige, unterschwellige Zauber auch keinen Mehrwert hatte. Er malte sich schon aus, was er mit dieser reinen, elementaren Kraft Sumus alles anstellen könnte. Ein Lächeln umspielte das bärtige Gesicht. Es dauerte noch eine halbe Stunde, in der der Druide das Ritual zum Brechen der magischen Siegel vorbereitete. Pock umschwirrte aufgeregt immer wieder seinen Kopf und ließ ihn dabei kaum zur Ruhe kommen. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, wird das Ritual fehlschlagen. Setz dich dahin und halt den Schnabel. Mürrisch ließ sich Pock auf einem Stein neben der Wand nieder und blickte Alrik erst finster und dann beleidigt an. Pock keinen Schnabel hat. Mensch, bist schon sehen, hätte sich für so mächtig, hätte sich für so klug. Pah, ist auch nur Menschendix. Sie sicher mögen wird. Das Ritual dauerte lange und Alrik überlegte wirklich, ob er mit Hilfe von elementaren Dienern nicht einfach mit purer Gewalt die Barriere einreißen sollte. Aber
Er konnte sich nicht sicher sein, wie die Quelle dahinter auf einen solchen Gewaltakt reagieren würde. Im schlimmsten Falle würde er damit ein elementares, magisches Inferno auslösen. Nein, er musste Geduld haben. Immer wieder wiederholte er seine rituellen Formeln, malte arkane Symbole auf die Wand und vollzog uralte, druidische Bewegungen, die seinen Bannzauber verstärken sollten. Creum magia elementum umbra, oprimo magia eterna sanctum, mundo magia vas sanctum nex eterna sanctum, vas perdo sanctum carsum an vas magia sanctum, vas magia perdo magia sanctum. Alrik merkte, wie die magische Kraft durch ihn hindurchfloss, durch sein Ritual gestärkt, in die Siegel drang und begannen, die magischen Runen aufzulösen. Ein kleines Erdbeben erschütterte den Tunnel und kleine Steinchen rieselten auf Pock und den Druiden herab. Nicht aufhören! Ja, ja! Es funktioniert! Mit einem riesigen Knall zerbarst die Wand in tausend kleine und große Stücke. Die Druckwelle war gewaltig. Sie fegte nicht nur den kleinen Meckerdrachen hinfort, sondern riss auch Alrik komplett von den Füßen. Das Beben nahm zu und kurz, ganz kurz, keimte eine Art Furcht in dem alten Druiden auf. Dann war alles vorbei. Als die Staubwolke sich langsam gelegt hatte, erhob sich Alrik, ächzend, und klopfte kleine Kiesel von der Kleidung. Er blickte sich um. Pock, alles in Ordnung, Pock? Keine Spur des Drachen. Verdammtes Vieh, wo bist du? Ein paar Schritte taumelte der Druide zurück durch den Gang. Keine Spur von dem Meckerdrachen. Hatte die Explosion ihn etwa fliehen lassen? War er vielleicht unter einem der großen Steinsplitter begraben? Kurz versuchte er verzweifelt, einen der großen Steinbrocken zur Seite zu hieven. Keine Chance. Für körperliche Arbeit war er nicht gemacht. Und zusätzlich hatte ihn das Ritual viel Kraft gekostet. Naja, der Meckerdrache war jetzt eh nur noch lästig. Alrik wandte sich um und betrachtete den nun aufgesprengten Zugang. Er hatte es tatsächlich geschafft. Die zersprengte Wand gab den Blick in ein gigantisches Hohlraumgebilde frei. Neugierig zwängte sich der Druide durch die Öffnung. Das Licht seiner Laterne schaffte es kaum bis zur anderen Wand. So hatte er sich aber die elementare Quelle nicht vorgestellt. Hier war kein magischer Strudel, kein Leuchten, nichts dergleichen. Und doch empfand Alrik eine mächtige, magische Präsenz. Unstet fuchtelte er mit seiner Laterne umher und erkannte ein großes, steinernes Podest, auf dem irgendetwas stand. Etwas Riesiges. Das musste es sein. Eilig schritt er auf das Podest zu und erkannte, was das Ding war. Ein riesiger Drachenschädel. Seine Gedanken rotierten. Das konnte nicht wahr sein. Das hier war mit Sicherheit keine geodische Quelle. Das da war ein Abbild eines Drachen. Zwerge hätten sowas niemals. Und seine Gedanken gerieten ins Stocken, als er sich erneut der magischen Präsenz hier im Raum gewahr wurde. Irgendetwas war hier. Er leuchtete an dem Drachenbild entlang. Halt, das war gar kein Stein. Es. Und in diesem Moment dröhnte ein Brüllen durch seinen Verstand. Es wühlte sich tief in seine Gedanken und riss ihn von den Füßen. Die Laterne glitt ihm aus der Hand, kullerte zu Boden und erlosch.
Eilig versuchte Alrik rückwärts von dem Drachengang wegzukriechen, doch seine Glieder gehorchten ihm nur unvollständig. Freiheit! Ja, herein! Ich habe euch doch gesagt, dass dieser Zweibeiner hier noch nützlich ist! Schmerzen ergriffen Alrik, als er wie von Geisterhand vom Boden hochgerissen wurde und in der Luft erstarrte. Vor seinem Gesicht erschien der kleine Meckerdrache. Oh, tut das weh, Zweibein? Oh. Sag Hallo zu Herrn Kochwanne. Dank dir, sie ist wieder frei. Ja, ja.